Herr Hägele, Sie sind Chef von Digital Life bei Daimler. Können Sie mir erzählen, was mit dieser Initiative auf sich hat? Die ist, glaube ich, schon 2011 gegründet worden. Mit Digital Life bei Daimler treiben wir die digitale Transformation im Konzern voran und setzen dabei den Menschen in den Mittelpunkt. Das heißt, den Kunden auf der einen Seite mit seinen Bedürfnissen und seinem digitalen Leben und den Mitarbeiter auf der anderen Seite mit seinen Erfahrungen und seinem digitalen Leben. Mhm. Kann man das einfach so mit einer zentralen Abteilung tun oder wie läuft das Zusammenspiel mit den Unternehmensbereichen in dem Zusammenhang? Wir sind sehr eng vernetzt mit den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen, weil Digitalisierung alle betrifft im Unternehmen. Alle Divisionen, wie wir das nennen, PKW, Truck, Van, Bus, Financial Services, aber auch alle Funktionen wie Personal, wie Finance und Controlling und so weiter. Insofern haben wir da ein sehr gutes Netzwerk mit Ansprechpartnern aus allen relevanten Bereichen, aber auch viele Follower, viele Multiplikatoren in den einzelnen Ländern, weil auch international natürlich Digitalisierung wichtig ist, die die Themen, die sie mit uns zusammen erarbeiten, in ihre jeweiligen Bereiche tragen. Mhm. Neben dem Thema Innovation ist ja auch der ganze Bereich digitale Kompetenz Ihr Thema. Also wie rollt man eigentlich diese digitale Kompetenz im Unternehmen aus? Wie nimmt man die Mitarbeiter mit? Was gibt es da für Initiativen und Maßnahmen, die Sie da eingeleitet haben? Die digitale Kompetenz hat zum einen ja insbesondere auch das Ziel, Wissen bezogen auf Digitalisierung voranzutreiben, die Mitarbeiter entsprechend auszubilden. Hier haben wir verschiedene Aktivitäten im Konzern. Auch für Top-Management, Reverse-Mentoring, auch für Mitarbeiter über verschiedene Enabling-Formate. Aber noch viel wichtiger ist dann auch das Mindset zu haben, weil Lernen ist dann ständig auch notwendig. Und nur wenn man das richtige Mindset hat, wird man auch Eigeninitiativ in Zukunft immer mehr auch lernen und sich nicht nur lebenslang, sondern auch immer fortwährend weiterbilden und die relevanten Themen Bereiche verinnerlichen. Hier machen wir sehr viel bezogen auf Mindset, von sogenannten Digital Life Days, die zur Inspiration dienen, über Working Out Loud, wo man über kleine Circles mit Kollegen dann auch den Mehrwert von Vernetzung erfahren kann. Wir gehen mit einem Bus in die Werke, dann auch zu den Produktionsmitarbeitern. Also für alle Zielgruppen haben wir spezifische Tools, spezifische Maßnahmen, um das Mindset und das Wissen zu fördern. Mhm. Bei Digital Life at Daimler sind ja viele junge Kollegen im Team aus ganz verschiedenen Bereichen. Und einer von diesen jungen Kollegen ist hier bei uns, das ist der Stefan Sukow. Vielleicht können Sie uns mal kurz beschreiben, wie es eigentlich ist, in diesem Team zu arbeiten. Was ist da so Ihre tägliche Tätigkeit? Ganz kurz beschrieben, sehr abwechslungsreich und auch sehr vielfältig vom Aufgabengebiet. Dadurch, dass wir insgesamt in der Konzernstrategie verortet sind, bekommen wir natürlich insgesamt einen sehr, sehr guten Überblick, was passiert im Konzern, was passiert in einzelnen Divisionen und Bereichen, aber auch über die Themen, die wir umsetzen, gegenüber externen Teilnehmern, wie zum Beispiel bei Hackathons, im Austausch mit Gästen auf Messen, bekommen wir eben sehr, sehr viel Feedback. Auch was insgesamt in dem digitalen Ökosystem passiert, was aktuelle Trendthemen sind und können diese dann auch wieder für unser tägliches Doing umsetzen. Also von daher nicht genau eine definierte Job Description, wo man dann sagen kann, okay, das ist mein Alltag, sondern wirklich sehr umfassend und abwechslungsreich. Mhm. Muss man sich das Team jetzt so vorstellen, dass da so ein Haufen Nerds zusammenkommt jeden Morgen und irgendwie über Programmcode quatscht oder wie ist das Team zusammengesetzt? Eigentlich total unterschiedlich. Also wir haben Leute mit Marketing-Background, wie jetzt mich selbst. Wir haben aber auch Kollegen mit HR-Background aus Indien, aus China, Kollegen. Ja, wir haben auch die Nerds, vielleicht in Anführungsstrichen, die dann auch an Services oder Apps werkeln und arbeiten. Aber insgesamt ist es ein sehr interdisziplinäres Team, das wir bei uns im Konzern haben, um eben auch das breite Aufgabenspektrum umzusetzen. Vielen Dank, Herr Sukow. Vielen Dank, Herr Hägele. Gerne, vielen Dank.